Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es genau um euch, Männer. Denn wir wollen etwas für die allgemeine Fitness, aber auch für die Kräftigung unserer Bein-, Becken- und Schließmuskulatur, Kontinenztraining tun. Alles in Bewegung. Wir haben für euch 4 Sequenzen vorbereitet, das heißt 4 Titel, die 20 Sekunden Aktivität immer bereithalten, 10 Sekunden sachte Erholung und dann geht es wieder powermäßig zur nächsten Übung. Wir geben euch immer wieder an die Hand, wie ihr die Übung etwas sachter gestalten könnt oder wie ihr auch etwas mehr Intensität mit hineinnehmen könnt. Wenn ihr also darauf Bock habt, dann bleibt dabei. Okay, los kann's gehen mit unserer ersten kleinen Einheit. Da haben wir 4 Übungen für euch vorbereitet, 20 Sekunden lang. Dann gibt es immer 10 Sekunden lockere Übergangsphase. Wie sehen die Übungen aus, die wir für euch vorbereitet haben? Wir beginnen in der ersten Runde mit dem Laufen, angenehmer, aber doch impulsiver Kniehub. In der zweiten Runde haben wir den sachten Hampelmann. Wer nicht den Hampelmann direkt umsetzen kann mit dem Springen, läuft diesen Hampelmann sozusagen. In der dritten Runde haben wir das Steppen, Steppen, Walken, Walken, Laufen und dann das sachte Kreisen aus dem Hüftgelenk heraus, sodass wir also ausreichend Bewegung in die Gelenkstruktur mit hineinbekommen und auch das Hüftgelenk wieder mit Nährstoffen versorgen können. Die vierte Übung ist die intensivste Übung. Laufen, 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 sachten Schritt oder eben auch einen sachten Sprung nach vorne und wir schieben uns auch wieder impulsiv mit heraus. Lockere Variante. Und auch wieder herauskommen oder etwas knackiger, zack, und heraus. Und über diese Beugung und Streckung aktivieren wir Bauch, Gesäßmuskulatur, den Rücken mit dem Aufstrecken und natürlich unsere Schließmuskulatur, denn die wollen wir ja schließlich mit in den Vordergrund stellen. Wir machen Startler und wollen loslegen. Musik ertönt. Are you ready? Are you ready? 5, 4, 3, okay. Das Laufen! Nehmt die Arme mit. Arme sind alle den richtigen Rhythmus ruhig. Passt an sie mit der Vor- und zurück. Das darf und das soll euch leicht anstrengen. Okay, lockern die Beine ausschütteln. Zweite Übung, der sachte Hampelmann. Wir machen uns stark, ja. Jeder mit seinen Möglichkeiten. Und los geht es. Ich führe meine Arme mit den Händen auch nur auf Schulter, Brusthöhe. Noch nicht viel weiter mit nach oben. Da haben wir noch Zeit in einer zweiten Runde. Wem das jetzt zu intensiv ist, der läuft. Führt dabei die Füße auseinander wieder zusammen. Jawohl. Zweite Übung ist geschafft. Dritte Übung. Das Hüftkreisen. Laufen wieder und beginnen im Wechsel. Bleibt mit dem Oberkörper aufrecht, so halten und stabilisieren wir auch wieder unsere Bauch- und die Rückenmuskulatur. Jawohl. Die letzten Sekunden, die wir hier noch mit haben, ist mein Schuh aufgegangen. Nach den Aufwärts. Vierte Übung. Nächste Übung. Nach vorne und wieder herausschieben. Nach vorne, Füße, Hüftbreit, nicht viel mehr. Das reicht nur aus. Zwischendurch die Laufphase. Macht sie etwas länger, ihr kriegt mehr Luft. Oder kürzer. Zack, zurück. Kürzer. Zack, zurück. Jawohl. Okay, wir gehen die 4 Übungen rückwärts wieder. Bis an die Ausgangsübung. Und es startet wieder mit der Kniebeuge und dem Rausschieben. 20 Sekunden. Belastungsphase. 5. Übung. 18 bis insgesamt. So, was habe ich für ein Gefühl? Körpertemperatur steigt. Das fühlt sich gut an. Okay, 3. Übung. Wir haben wieder ein bisschen Zeit, um Luft zu holen. Arbeiten mit den Hüftkreisen. Lockeres und Laufen. Achtet dabei, dass ihr schön das Bein so weit wie möglich nach unten bewegt. Die Hüfte und alle Gelenke freuen sich, wenn sie auch bis in die Endposition des Gelenks durchbewegt werden. Jawohl.
Einmal nach links oder rechts. Jawohl. Wir sind bei unserer dritten Übung, beziehungsweise im zweiten Mal beginnen an. Hansel Mann. Und locker geht's wieder los. Versuch die Arme jetzt höher zu nehmen. Entweder beim Laufen, in die Länge hinein, oder mit dem Sprung. Entsprechend eurer Möglichkeiten. Jawohl. Und die erste Übung. Wir kehren also wieder an den Ausgang zurück. Das ist das Laufen. Und jetzt können auch hier noch einmal unsere Knie in Höhe kommen. Jetzt bleibt auf der Stelle, lasst den Oberkörper aufrecht. Wir müssen viel über die Zentrale hinter den Körper ausbalancieren und Kraft herausholen. In 4 Minuten. Jawohl. Schön erwärmen. Mit dem Einatmen. Mit dem Ausatmen. Mit dem Einatmen. Und dem Ausatmen. Okay, bis zur zweiten Übung. Euch hat das Video gefallen? Dann bleibt dabei. Schaut immer wieder rein bei uns. Abonniert unseren Kanal und lasst uns einen Daumen nach oben da. Gern hinterlasst uns natürlich auch ein paar Infos in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.